Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 2, hier wieder in der Insane Trilogy. Ich wollte schon sagen Sane Trilogy, nee, da liege ich ein bisschen falsch. Heute mal das Level Sooner or Later, was ich gerade hab. Naja, fragt mich bitte nicht, wer daran schuld ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so recht. Naja, aber ich will auch nicht vorurteilig da irgendwelche Sachen verfassen. So. Und hier gibt es auch wieder einen schönen Edelstein zu holen. Hoffentlich leicht. Ich weiß es ja nicht. Kann ja auch wieder sein, dass es total schwer wird. Ja, die Typen sind sowieso das Allernervigste. Da musst du dann immer eine halbe Ewigkeit warten. Und dann kriegt man die nicht mal kalt. Das ist äußerst nervig. Ja, da hat mich das Fass dann gerade erwischt. So, ich wundere mich echt, warum mir das so schwer fällt, dieses Spiel. Das ist echt, ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ist irgendwie echt schwierig, also sich dran zu gewöhnen. Ich meine, während man sich früher noch an alles erinnert hat, so wie alles funktioniert, ist es heute teilweise richtig schwierig, das umzusetzen. Naja, aber was erzähle ich euch? Ihr werdet selber wissen, wenn ihr es gespielt habt. Also als Fan der alten Teile, naja, ich bin froh, dass es irgendwie das gleiche Spiel ist, aber es spielt sich nicht gleich. Also nicht 100%. So, jetzt, ja. Genau, jetzt haben wir hier den gelben Edelstein, ne? Den wir ja schon vorher eingesammelt haben. Das heißt, jetzt kann man hier auch wieder so ein komisches Teil einsammeln. So, das ist so ein komischer extra Edelstein. Ja, genau, die Plattform, die geht unter nach einer Zeit, das wollte ich euch gerade noch erzählen. Da habe ich dann aber schon nicht mehr so drauf geachtet. Zwei Leben haben wir noch über. Und ich bin gerade kläglichst gescheitert, weil ich ein bisschen verwirrt war, ehrlich gesagt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich hier mal so, ne, unterwegs bin. So, eine Ewigkeit geht das mit der Plattform nicht gut, das weiß ich selber. So, das Problem ist jetzt ehrlich gesagt eher das, was gleich kommt. Das zeige ich euch dann aber. So. Das Problem ist nämlich, wenn man dann hier durch ist, genau, da kommt noch ein schwierigerer Abteil. Und wenn man damit wiederum durch ist, dann weiß man gar nicht, ob man jetzt noch zurück muss oder nicht. Weil ich weiß zur Hölle nicht, wo ich da rausgesetzt werde von der Plattform. Also ich habe das Gefühl, manchmal ist es beabsichtigt, dass man nicht unbedingt alles in einem Rutsch schafft. Was ich sehr traurig finde, aber was nun mal eine Tatsache ist in vielen Fällen. So, nämlich zum Beispiel an der Stelle. Da habe ich so das Gefühl, ich soll hier gar nicht zurück, aber ich muss wahrscheinlich. So, da muss ich mich dann nun mal einfach gegenstellen. Ja, jetzt einmal hier, einmal hier, einmal hier. Ja, lange halten die Plattformen nicht aus, ihr merkt schon. So, erstmal Checkpoint eingesammelt. Und jetzt die gleiche Kacke hier, mit dem Teil. Da braucht man eigentlich den Typ schon wieder. Genau, hier haben wir dann wieder die Fragezeichenkiste verloren, sozusagen. Und bei manchen kann man gar nicht rückwärts laufen. Das ist immer so eine Sache des Glücks quasi. Ja, wenigstens greift die Maus gerade nicht an. Und ich glaube, der Typ hat die Lust verloren, uns anzugreifen. Uah! Genauso wie die Maus, das wird alles so komisch getriggert, wenn man rückwärts läuft. Toll. Ach Mann, ey. Das kann man gar nicht schaffen, das ist doch scheiße. Genau wie hier. Nee, da muss ich das wohl nochmal spielen. Also einmal nur, um die Dings zu kriegen hier. Dann werde ich das wohl machen. Nur um die Kisten zu kriegen, einmal durchspielen. Genau, und die spawnen immer wieder neu, da macht das dann keinen Unterschied. Und irgendwann kann man dann einfach so durchspringen, wenn man Glück hat. Meistens funktioniert es dann aber nicht. So, jetzt sind wir schon wieder am Endposten hier. Ja, das macht keinen guten Eindruck, ich weiß. Geht mir genauso. Und die Sonne, die immer noch reinscheint, die Abendsonne, ist eigentlich das Schlimmste überhaupt, wenn du zockst. So, den sollte ich jetzt auch noch dagegen schleudern und schon ist man den blöden Ventilator los. So, wir sind bei 42 Wumperfrüchten. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück kann man noch den Rest einsammeln. Aber dann lassen wir uns erstmal ein bisschen Zeit für. So, alles gemütlich. Wir brauchen nämlich noch dringend ein Leben. Ja, der Typ will mich fast hier grillen mal wieder.
Lass mir das natürlich wieder nicht bieten. Wie denn auch sonst? Da, 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 dam. Müsste noch so ein Zaun zukommen die ganze Zeit. Ah, stimmt. Hier muss man noch hin, aber das mache ich gleich. So. Ist schon mal gut, den an seiner Seite zu haben. Den Kollegen. Diese Maske. So. Ein Durchlauf wird es dann noch brauchen für den anderen Edelstein und ein Durchlauf wird es dann noch brauchen fürs Relikt. Aber ich glaube, das Relikt mache ich sogar zuerst. Weil das muss ich mir auch nochmal gut überlegen, ob ich das dann wirklich so will. Ja, ja genau. Lass nichts aus, Kollege. Ist ja nicht irgendwie so, dass ich hier vielleicht doch noch überleben will. So. Ein Glück, dass ich durch bloße Berührung nicht sterbe bei dem Typ. 57, ein paar Kisten fehlen. Aber wie wir gesehen haben, wir brauchen die Plattform nicht. Ich finde es irgendwie doof, dass man von der Plattform dermaßen weit zurückgesetzt wird. Also, was Dings angeht hier. Ich werde jetzt erstmal einmal durchsprinten. Auf Zeit und mal gucken, wie gut das läuft. Mehr als Saphir will ich nicht dieses Mal. Und ich finde es auch irgendwie doof, dass man nichts Besonderes kriegt, wenn man hier quasi alle Relikte bekommt im zweiten oder im ersten Teil. Da gibt es nun mal einfach nichts Besonderes. Crash, so ein Glück! Ich habe Cortex Computer gehackt und detaillierte Pläne für einen verbesserten Cortex Vortex und eine sehr suspekte Raumstation gefunden. Ich bin nicht sicher, aber Cortex versucht möglicherweise... Die Synchro ist mal wieder top. Nein, Spaß. So, wie viel musste ich schaffen? 1:04. Ja gut, das kann schwer werden. Bei dem Level halte ich das sogar für ein bisschen übertrieben. Aber, naja, gut, man muss sich da mal durchkämpfen, ne? So. Das mit dem gelben Edelstein haben wir ja bereits. Ja. Mein Plan ist in den 2 Stunden, die ich jetzt noch so habe, noch was fertig zu bringen. So, wenn man jetzt hier so langsam durchwartet, bringt einem das natürlich nichts. Ja. Ja, genau. Lass dir schön Zeit. 3 Minuten am besten. Dass ich dann gar nicht mehr das Zeitrelikt schaffe. Nee, im Ernst, das nervt wirklich. Wenn der Typ da die ganze Zeit am Brutzeln ist, da kommt man ja gar nicht durch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Sekunden das am Ende kostet. Batterie mal wieder fast leer. Ja toll, ich hab den doch gestern erst angeschlossen. Wie lange hält diese scheiß Batterie eigentlich? Die ist auch immer nach einem Tag leer. Ja, lass mich raus hier. Diddli-diddli-du. Müsste man das Teil noch nutzen, um da zu überspringen irgendwie. 2 Sekunden gespart. 29. Wie soll ich das so schnell schaffen, das Level? Ich frage mich das ehrlich, wie die das sich vorgestellt haben. So. Ich kann mir das zwar jetzt auch ein bisschen denken, wie man es machen soll, aber ist dann doch ein bisschen übertrieben. Man muss manche Stellen wohl einfach so überspringen und da Akku auch mal gerne opfern. Was ich ja nicht gerne tue, aber... Ja. 50 Sekunden. Wir wären eigentlich jetzt schon zu langsam. Für den Rest... Kann doch nicht sein. Wie stellen die sich das vor, dass man das schafft? Ich frage mich das gerade ehrlich. 1 Minute, ich bin schon wieder drüber. Kaum über 1 Minute. Ist doch Wahnsinn. Wahrscheinlich muss man den Typ damit erwischen oder sowas. Wie soll man da dran vorbei? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit warten, das dauert zu lange. Muss ich mir auch wieder was ausdenken. Ja, dieser Moment, wenn du wirbelst und du bist einfach immer daneben, das kann doch nicht sein. Ja, nochmal. Es nervt. Ich merk's gerade. Es nervt nicht nur mich, das Level. Also, das heißt, wenn er... Ja, ich habe quasi mir immer so gedacht, wenn er doch nach links geht mit dem Feuer, dann kann man ja recht schnell dran vorbei, so, ne? Aber irgendwie will das alles nicht so.
So. Ja. Akku. Oder ich glaube, man muss einfach Akku die ganze Zeit freischalten. Also, dass man dann 3 Stück davon hat. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass man das irgendwie schafft. Hauptsache erstmal ins Ziel kommen. Ja, die lassen sich schön Zeit. Kann noch kein Mensch schaffen. Wer stellt sich denn sowas vor, ey? Ich darf einfach nicht hier... Und wenn man dann rüberspringt, dann wird man gegrillt. Ja, toll. Also ich muss wahrscheinlich 3 Stück einsammeln, so wie es aussieht. Das heißt, keinen Schaden nehmen, gar keinen Preis. Und auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe mir irgendwie gedacht, man müsste doch da vorbeikommen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, daran vorbeizukommen. Das werde ich jetzt auch mal richtig auskundschaften einmal. So schnell kommt man nicht dran vorbei. Mit Dashen, mit egal was man versucht, man kommt nicht dran vorbei. Ist furchtbar schlimm. Man kann hier nur warten. Und verzweifeln. So. Ja, ich darf den nur nicht verlieren jetzt, ne? Ja klar. Toll, das war's dann mit meiner Chance. Einmal richtig durchzudashen. 30 Sekunden. Wir verlieren alle Zeit der Welt. Aber wir haben nicht alle Zeit der Welt. Meine Güte, ey. So, jetzt endlich, ey. Wird jetzt aber auch mal Zeit. Ich weiß nur nicht, ob ich das in der Zeit dann noch schaffe. Bash. Alles durch. Ja komm, ein paar Sekunden mehr kann ich noch haben hier locker. 57, ja, das funktioniert. Komm. 1:03. Komm, das muss doch gereicht haben. Jawohl. Ist zum Verzweifeln. Nein, schlimm finde ich eigentlich nicht, durch solche Level durchzurennen. Ich finde es eigentlich eher schlimm, wenn man von irgendwelchen Sachen ständig aufgehalten wird. Hindernisse, wo man stehen bleiben muss und sowas. Also wenn durchrennen, dann bitte richtig. Alles andere nervt. So. Ja, wir haben erstmal das geschafft und jetzt kommt auch noch der zweite Edelstein dazu. Den hole ich mir jetzt auch noch. Relikt! Yeah, baby! Jawohl! Ich werde jetzt in Zukunft nach jedem Level speichern. So, 0 Leben, das ist ja wundervoll. Allein das Bonuslevel müssen wir jetzt richtig ausnutzen gleich. Ich merk's schon. Boah, das ist fürchterlich warm, wieder 26,6 in meinem Zimmer. Vorhin war 33 Grad draußen, so viel... so warm ist es gar nicht die letzten Tage irgendwie, das ist voll perplex. Naja. Warte mal. Ich habe jetzt gerade das Zeitrennen eingesammelt. Wieso zur Hölle? Ich wollte das Level jetzt normal durchspielen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So, vorsichtig dran vorbei. Vorsichtig und gekonnt daran vorbei. Lalala. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Und ich merke auch nichts. So, alles mit seiner Zeit. Ja. So allmählich, ja, immerhin ein extra Leben. So, Wumperfrüchte einsammeln und hoffen, dass man jetzt nicht hier gegrillt wird. Jawohl, erster Checkpoint. Und dieses Mal gehe ich nicht diese Route. Nein, dieses Mal gehe ich ganz normal und friedlich den Edelstein holen. Genau. Und alle Kisten natürlich. In der Zeit hätte man locker die 5-mal draufspringen können. Dass sie das gefixt haben, finde ich aber auch gut. Das war lange überfällig. 10-mal draufspringen ist schon echt irgendwie relativ bitter.
Außer bei Crash Bandicoot 1, da gibt es genug schwere Stellen, wo man sich das hätte schenken können. Naja, aber was erzähle ich euch eigentlich? So. Jetzt sind wir hier irgendwo im Untergrund. In den tiefsten Tiefen der Rohre. Ja. Versuchen gerade noch ein bisschen ein Leben freizuschalten. So, ja, hier muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Einzige, was ich jetzt so richtig frei einsammeln will, das ist das Fragezeichen, weil ich nicht weiß, was da drin ist, offensichtlich. So. Ja, jetzt werden hier noch irgendwelche anderen Kisten kommen. Ein Glück, dass die aus Stahl sind. Wenn das nicht so wäre, dann wüsste ich gar nicht, wie ich die, ne, einsammeln soll. In normalen Kisten sind, soweit ich weiß, aber nur Wumpa-Früchte drin. So, 5 von 16. Ja, das liegt jetzt zum größten Teil an den Nitro-Kisten. Da kann man aber einfach nichts machen. Also das kann man von vornherein aufgeben. Naja, das macht dann keinen Unterschied. So, jetzt komm. Ich brauche hier ein bisschen, ne, dass ich mal Butter bei die Fische geben kann. Die Folge kann hier nicht wieder so lang werden wie die eine. Ich sag nur Native Fortress, 40 Minuten und ich habe nicht mehr geschafft, als das Level durchzuspielen. Weil das Relikt oder der Edelstein einfach nicht zu holen waren. Der Edelstein, weil der Weg noch nicht frei war. Das Relikt offensichtlich, weil ja die Möglichkeiten dafür ebenfalls nicht gegeben waren. Weil ich einfach zu oft gestorben bin oder beziehungsweise der Zeitdruck für Saphir alleine viel zu hoch ist. Weil man auch nicht rennen kann. Und das muss man dann dadurch ausgleichen, dass man den ganzen anderen Scheiß perfekt macht. Und das wiederum ist übertrieben einfach. Das schafft nämlich kein Mensch. Also man muss schon echt gut sein, um das hinzukriegen. So, jetzt erstmal beides eingesammelt. Und das heißt, jetzt geht's hier einmal kurz weiter. Ja, der will mich wieder grillen. Aber naja, gegrillter Beuteldachs ist nun mal nicht so das Leckerste, was es gibt. Da gibt es Burger, die sind viel leckerer als das. Ich verstehe auch nicht, warum man dann gegrillten Beuteldachs essen sollte. So, ja, das ist jetzt eigentlich auch relativ gut, den zu haben. Nur, dass das Teil eben nicht so lange hält und man auch nicht weiß, wann genau es aufhört, wenn man jetzt keinen Sound hat. Das ist vor allen Dingen am schlimmsten. Wadigadibudiga. Oder was auch immer der da sagt. So, 57. Ja, noch ein Edelstein. Und damit sollte jetzt auch erstmal gut sein. Uka Uka sieht irgendwie... Quatsch, Akku Akku sieht irgendwie ein bisschen golden aus. Hat auf jeden Fall Style. Ja, hat doch funktioniert. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt. So. Nichts für die Arbeit vergessen nachher. Und da ist der zweite Edelstein. Yeah. So, jetzt wird hier erstmal gefeiert und ja, denn speichere ich gleich noch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.